Ja, lieber Dr. Marc Tenbrücken, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank auch für die Gelegenheit, hier ein paar von meinen ungaren Gedanken zu diesem Thema zu teilen, was mich tatsächlich schon seit längerer Zeit rumtreibt. Aber ich zugestehe, dass selbst an der Stelle, wo wir damals dachten, damals im Jahre 2012, also schon ganz lange her als junge Abgeordnete, wir haben jetzt das Zukunftsthema in all seinen Schattierungen erfasst, ich heute, 3 Jahre später, sagen muss, wir haben es damals auch erst nur im ersten Vorzeichen geahnt, was alles bei dem Thema dahinter steckt. Das Erstaunliche ist, dass ja selbst die Tagespolitik sich heute eigentlich unter der Überschrift Digitalisierung und Vernetzung lesen lässt. Und wenn Sie alleine mal die Zeitungen der letzten Tage oder Wochen anschauen, dann gab es aus deutscher Perspektive zwei Hauptthemen. Das eine war Volkswagen, VW. Das hat auch mit einem Stück Software zu tun gehabt. Mit einer Software, die ein bisschen anders funktioniert hat, als man sich das jetzt bei der Disruption heute hier so angehört hat. Also Volkswagen hat da eine andere Lernkurve offensichtlich. Aber es hat eben auch mit Digitalisierung zu tun. Es hat auch damit zu tun, dass heute Wertschöpfung bei einem Auto, neue Anwendungen im Wesentlichen softwaregetrieben sind und nicht mehr über die Frage entschieden werden, oder alleine über die Frage entschieden werden, Design, bester Motor oder solche Dinge. Das zweite Thema ist das Thema Flüchtlinge, von dem ich gehört habe, dass auch dieses schon vom alten Ministerpräsidenten Stoiber angesprochen wurde. Und auch das Thema Flüchtlinge ist ja eines, was ohne Digitalisierung nicht denkbar wäre. Wer glaubt denn, dass es möglich wäre, dass heute sich solche Massen von Menschen in Bewegung setzen würden, in einer Zeit, wo es kein Internet, kein Smartphone, keine Kommunikation gäbe? Es wäre schlichtweg undenkbar, jedenfalls in so kurzer Zeit. Bis hin zur Frage, und das gehört ja auch zur Schattenseite sozusagen der neuen Möglichkeiten dazu, dass ich halt meinen Schlepper oder anderes als Service auch finde über Facebook oder soziale Medien. Es ist ja nicht so, dass die in Istanbul irgendwo an der Ecke ihr Geschäft haben, sondern auch das ist ja alles heute nur überhaupt mit den neuen Medien möglich. Deswegen glaube ich, ist die gedankliche Perspektive zum Einstieg schon richtig. Die Digitalisierung ist dabei, wirklich alles zu verändern. Wahrscheinlich hat das Professor Harauf schon viel schöner und eindrücklicher gerade gesagt. Ich muss selber sagen, ich bin auch immer wieder überrascht, wenn du irgendwo hingehst als Abgeordneter oder einfach sonst mit offenen Augen unterwegs bist, zu sehen, wie brutal, wie radikal, wie umfassend Digitalisierung und Vernetzung wirken. Deswegen ist die gedankliche Grundhaltung eigentlich wichtig von Telekom-Chef Höttges, der gesagt hat, in dieser neuen Welt, da wird alles digitalisiert, was digitalisierbar ist, und da wird alles vernetzt werden, was vernetzbar ist. Also im Grunde ist das die Regelannahme und alles andere. Man muss sich schon besonders anstrengen, wenn man Felder glaubt zu finden, die vielleicht von Digitalisierung nicht betroffen sind. Wahrscheinlich ist die Wahrheit, sie werden nur etwas später betroffen sein, aber sie werden auch sich nicht freimachen können, davon überformt zu werden. Ich habe den Titel, lieber Marc Tenbrücken, deswegen so gewählt mit der unheimlichen Kraft, weil man sich, glaube ich, schon mal vergegenständlichen muss, was da eigentlich im Moment wirkt. Ich glaube, sie ist deswegen radikaler als Transformationsprozesse, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, weil sie nicht nur auf einem Feld wirkt, weil sie nicht nur ökonomisch wirkt, weil sie nicht nur technologisch wirkt, sondern und weil sie übrigens nicht nur in der physischen Welt wirkt, wo es dann eben doch bestimmte Limitierungen gibt, sondern weil sie im Grunde allumfassend wirkt. Sehr gut auf den Punkt gebracht hat der TU-Präsident Wolfgang Herrmann diesen Umstand mit dem Bild, dass die Sprengkraft, die in der Digitalisierung steckt, so groß ist wie von der industriellen Revolution und der französischen Revolution zusammen. Ich glaube, das gibt ein Gefühl dafür, welche Fundamentalkräfte hier im Moment wirken. Und man kriegt ja schon ein erstes Gespür dafür in solchen Diskussionen, wo man einen Eindruck davon bekommt, dass an manchen Stellen die gute Idee, ein gutes Stück Software ausreicht, um Milliardenkonzerne quasi von der Straße zu drängen oder Milliardenumsätze aus Industrien rauszuziehen. Das Beispiel WhatsApp ist wahrscheinlich eines der eindrücklichsten hier, wo die 50-Mann-Bude für einen zweistelligen Milliardenbetrag dann irgendwann über den Tresen geht. Eben nicht, weil sie so viel Geld verdienen würde, sondern nur, weil sie das Potenzial hat, eben ein disruptives Potenzial aus einer etablierten Industrie wie der Telco-Industrie jährlich einen zweistelligen Milliardenumsatz sozusagen herauszuziehen. Die Digitalisierung ist deswegen
auch eine unheimliche Kraft, weil sie überall passiert. Ich hatte es eingangs schon angedeutet. Es wird keine Branche, kein Lebensbereich, kein Sektor geben, der von Digitalisierung nicht erfasst werden wird. Und im Grunde weiß man gar nicht, wo man bei dem Beispiel anfangen soll, die einem, mit dem man immer wieder konfrontiert wird, wo man dann selber erstmal etwas staunend dasteht und sagt, boah, jetzt habe ich gedacht, in dem Bereich wird sozusagen noch ehrlich gearbeitet, aber selbst da schlägt schon die Digitalisierung voll zu. Eins, was für mich so ein bisschen augenöffnend war in den letzten Wochen, Sie haben es vielleicht auch gelesen, dass heute selbst im Journalismus schon die Macht der Algorithmen sozusagen zuschlägt und viele Artikel eben heute gespeist werden aus Datenbanken und die Daten, die dann da hinterlegt werden, von Algorithmen in guten, schönen Zeitungstext zusammengesetzt werden. Das kann man sich vorstellen bei Fußballberichterstattung, wo die Überschrift natürlich dann von der Frage abhängt, wie groß jetzt der Vorsprung war, mit dem FC Bayern gewonnen hat. Bei 5-1 ist der Gegner sozusagen vernichtet worden und bei 1-0 war es ein Arbeitssieg. Und genauso funktionieren halt die Algorithmen. Und das Spannende ist, dass viele Menschen heute schon nicht mehr den Unterschied merken, was sozusagen hier von der Maschine geschrieben wurde und was tatsächlich von Journalisten erarbeitet wurde, was die Geschäftsführerin vom Handelsblatt vor einer Weile dazu gebracht hat, als ich mit ihr darüber gesprochen habe, zu sagen, naja, Sie beim Handelsblatt, Sie machen noch Bio-Journalismus. Also vielleicht werden wir irgendwann dann auf manchen Zeitungen so ein Stempel sehen, wie heute am Bauernhof, hier ist Bio drauf und Bio drin und das heißt an der Stelle dann, dass eben da noch echte Menschen schreiben. Ich glaube, es wird Bereiche geben, wo die wirtschaftliche Sprengkraft noch viel dramatischer sein wird. Nehmen wir den Gesundheitsbereich, Medizingerätebranche, überhaupt die ganze Ärztelandschaft wird sich wahrscheinlich von Grund auf umkrempeln. Ich glaube, es wird keiner die Garantie geben wollen, dass in 20 Jahren bestimmte Facharztgruppen noch gebraucht werden. Ich nenne mal den Röntgenarzt, weil vieles bildgebende Verfahren der Computer deutlich besser kann, mit deutlich größerer Zuverlässigkeit, als es heute ein Arzt je tun könnte. Deswegen an der Stelle muss man ganz klar sagen, Augen auf bei der Berufswahl. Unheimliche Kraft zum Dritten deshalb, weil wir die Digitalisierung in ihrer Dynamik nach wie vor unterschätzen. Es ist eine Revolution, die noch deutlich beschleunigter abläuft und auf deutlich kürzerer Zeitachse abläuft als alles, was wir bisher gesehen haben. Das hat damit zu tun, dass hier Gesetzmäßigkeiten wirken, wie das Mooresche Gesetz, die eben dazu führen, dass alle anderthalb, zwei Jahre sich Leistungsvermögen von Technologie verdoppelt. Und das kriegt natürlich im Grunde, wenn Sie so wollen, in gewisser inkrementeller Weise nach relativ kurzer Zeit dann doch irgendwo auch eine disruptive Kraft. Also etwas, was sich alle anderthalb Jahre verdoppelt in der Leistungsfähigkeit, macht einen vielleicht jetzt noch nicht wirklich nervös. Die nächste Smartphone-Generation ist halt ein wenig besser als die andere oder vielleicht sogar ein anderthalbfaches besser als die davor. Aber es ist nicht so, dass man jetzt sofort ein dramatisch anderes Erlebnis hat. Aber wenn Sie jetzt mal 15 Jahre weitergehen, das heißt, wir reden dann über 10 Verdopplungszeiträume, dann reden wir über den Faktor 1000. Und der Faktor 1000 ist etwas anderes als eine Verdopplung. Beim Faktor 1000, da werden dann einfach dramatisch andere Dinge möglich sein werden, als es heute der Fall ist. Und wenn ich vielleicht 30 Jahre weitergehe, dann rede ich über 1000 mal 1000 ist gleich 1 Million. Ob das alles so eintreten wird, ob das Mooresche Gesetz und anderes auch in Zukunft noch gilt, wir wissen es nicht. Aber sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass in 15 Jahren wir vielleicht ein Tausendfaches an technischer Möglichkeit in unserer Hosentasche im Smartphone haben oder etwas übrigens, was nur ein Tausendstel von dem kostet, was es heute kostet, eröffnet doch im Grunde auch ein neues Denkuniversum an Möglichkeiten. Und da, glaube ich, wird sofort klar, dass es gar nicht so, dass Disruption nicht immer nur eine Frage ist von etwas dramatisch Neuem, sondern einfach auch eine Folge ist von dieser unglaublich zuwachsenden Potenz in diesen Verdopplungszeiträumen. Ein anderes Beispiel, auch da wird es, glaube ich, ganz klar, wenn Sie heute über Superrechner reden, was bei uns im Leibniz-Rechenzentrum draußen steht in Garching, wir hatten immer mal wieder auf der Zeitachse in den letzten 15 Jahren den schnellsten Rechner Europas draußen stehen. Millionen Aufwand für den Bayerischen Landtag, für den Haushaltsgesetzgeber, es waren uns immer wichtige Investitionen. Aber wenn man sich überlegt, dass das, was dort im Jahre 2006 damals dann Europas schnellster Rechner war,
von der Rechenleistung wahrscheinlich weniger ist, als was Sie heute alle miteinander hier an versammelter Rechenkraft in Ihren Smartphones dabei haben, dann kriegt man doch eine ganz gute, ein ganz gutes Gespür, eben wie hier die Dinge dabei sind, abzuheben. Deswegen glaube ich, muss man sagen, wirtschaftlich betrachtet, aber eben nicht nur wirtschaftlich betrachtet, verschieben sich gerade die Grundkoordinaten, die Grundkonstanten unseres Handelns. Und so dieser alte Spruch, die Daten sind das neue Öl und die Algorithmen das neue Gold und was es sonst da für Zeitungsüberschriften gibt, ich glaube, das sind dann doch passende Überschriften, weil man merkt, dass wir hier wirklich vor einem Paradigmenwechsel stehen. Jetzt wird es politisch. Wie immer, wenn solche Dinge passieren, gibt es ja verschiedene Reaktionsmuster, die man mitunter auch an verschiedenen Parteien festmachen kann, will ich jetzt aber gar nicht tun. Dass wir an der Wegscheide stehen, glaube ich, ist offenkundig. Und da gibt es die einen, die sagen, das irritiert mich alles schrecklich, was da kommt, ich mache lieber die Augen zu und will nicht wahrhaben, dass diese Dinge auf meinen Sektor, auf mein Land wirken. Es gibt die anderen, die sagen, ich verstehe, dass das alles hochdramatisch ist, ich weiß gar nicht, wie ich aus dieser Geschichte wieder rauskommen soll, deswegen machen wir jetzt erstmal einen Zaun. Regulatorisch, liebe Politik, Wunsch an die Politik, bitte schütze mein kleines, behagliches Geschäftsmodell. Aktuell nach wie vor zu beobachten im Bereich der Medien, der Medienpolitik. Da ist der Ruf, haben wir auch gerade wieder ganz aktuell diskutiert bei den Medientagen, der grundsätzliche Ruf heißt immer Deregulierung. Aber wenn es dann konkret wird, dann fragt man sich, was heißt denn das jetzt eigentlich? Und dann ist es doch behaglicher zu sagen, lieber nochmal einen regulatorischen Zaun, um das eigene Geschäftsmodell zu ziehen, um für die nächsten 3 Jahre noch stabilisiert zu werden, bevor man sich jetzt schon sozusagen in den brutalen Wettbewerb stellt. Ist in der Verkürzung natürlich unfair, aber ich glaube, es gibt doch eine Idee davon, welche Handlungsmuster an der Stelle möglich werden. Die dritte Möglichkeit, und das ist eigentlich diejenige, wie Sie unschwer erkennen können, die wir in Bayern dabei sind zu verfolgen, ist, sich dieser Entwicklung in aller ihrer Brutalität zu stellen und zu versuchen, im Grunde von vorne hier ein Stück weit mit die Zukunft, und zwar auch die digitale Zukunft, zu gestalten. Das heißt nicht zu glauben, dass ich den Strukturwandel aufhalten könnte, was eh nicht gelingen kann, sondern zu versuchen, ihn bestmöglich, verantwortbar im Sinne künftigen Wohlstands für uns zu nutzen. Und deswegen, wir haben diese Entscheidung für uns so getroffen. Dann muss ich allerdings auch zum Arbeiten anfangen. Und dann kann ich mich eben gerade nicht zurücklehnen, wie es Professor Haber vorhin angedeutet hat, dass dieser politische Reflex bestehen könnte. Und ich mich zurücklehne und sage, Mensch, hier in Bayern, in Deutschland, Wohlstandsinsel, Paradies oder wie man das sonst wie nennen wollte, wir werden das schon gut meistern. Nein, meine Damen und Herren, wir werden es nur gut meistern, wenn wir uns in den nächsten Jahren brutalstmöglich anstrengen bei dem Thema Digitalisierung. Und das, jetzt wird es schwierig. Für uns als Politik ist es am einfachsten, ich habe irgendwo einen Schalter, einen Knopf, heißt übersetzt ein Gesetz oder irgendein Programm, ich mach's und dann flutscht die ganze Angelegenheit. Da hat sich auch was verändert. Mal ein paar Jahre zurück, Franz Josef Strauß erkennt Luft- und Raumfahrt zum Beispiel, wird ein dramatisch wichtiges Thema für diesen Standort. Da ist es im Vergleich eine relativ binäre Entscheidung gewesen, zu sagen, jawohl, ich gehe da rein. Ich will hier als Land einen Fußabdruck hinterlassen, ich will hier mit dabei sein. Bei dem Thema Digitalisierung gibt es diesen Knopf nicht, da gibt es dieses einfache Programm nicht, sondern du musst Dutzende und Aberdutzende Dinge gleichzeitig tun, die idealerweise ineinander greifen. Was das sein kann, ich möchte Ihnen einfach nur ein paar Beispiele geben, was uns dabei leitet. Dass wir ein neues Denken für Digitalisierung brauchen, ich glaube, das ist in der Podiumsdiskussion vorhin schon hinreichend klar geworden. Also ich kann nicht mit Konzepten der Vergangenheit anfangen und versuchen, die in diese neue Welt zu übertragen, dann werde ich scheitern. Ich nenne mal ein Beispiel, wir predigen in diesem Land Datensparsamkeit. Datensparsamkeit ist ein völlig absurdes Konzept in einer Welt, wo der Reichtum eigentlich in der Menge der Daten liegt und ich die wirtschaftlichen Potenziale aus der Vielfalt und in der Zusammenschau der Daten ziehen kann. Das ist eigentlich absurd, Askese an der Stelle zu predigen. Dass dann ein paar Leitplanken zu denken sind, klar, komme ich später noch dazu. Wir brauchen aber auch vor allem einen Nährboden, etwas Fertiles, wie es vorhin genannt wurde, etwas Fruchtbares, auf dem was Neues wachsen kann. Das ist auch ein bisschen anders als früher, wo du gesagt hast, ich habe irgendeine Region, da ist die wirtschaftliche Prosperität nicht so gegeben, dann baue ich da Autobahnen hin. Das waren damals übrigens mutige Entscheidungen, da hat die Opposition gesagt, Autobahnen ins Niemandsland,
Wir haben gesagt, wir bauen sie trotzdem heute prosperiert. So einfach ist es aber heute auch nicht mehr. Das heißt, es reicht, es ist eben nicht mehr hinreichend zu sagen, ich verlege das Glasfaserkabel und dann wird der wirtschaftliche Aufschwung sich schon einstellen. Nein, heute zur Infrastruktur gehört heute sehr viel mehr. Da gehört ein ganzes Umfeld dazu. Ja, man kann eigentlich sagen, und dieses Wort gefällt mir sehr gut, du musst versuchen, wirklich ein Ökosystem aufzubauen, wo eine Sache zur anderen dazu passt. Das heißt, Forschungseinrichtungen, enge Verzahnungen, Transfer mit der Wirtschaft, natürlich gute Infrastruktur und vieles andere mehr. Das Wichtigste dabei, eine digitale Gesellschaft braucht die Talente, die dann auch in der Lage sind, mit diesen Dingen umzugehen und hier wertschöpfend zu wirken. Auch das ist vorhin in der Diskussion genannt worden. Da geht es in der Schule los. Also die Perspektive zu sagen, ich brauche so ein Fach Digitalkunde, die ist wahrscheinlich richtig. Da wächst schon viel, aber die Wahrheit ist auch, dass wir im Bereich der digitalen Bildung noch einen gewaltigen Weg zurückzulegen haben. Es ist ja nicht nur so, dass man das Klassenzimmer von morgen denken muss, sondern du musst ja heute sehr viel mehr dir noch überlegen, was ist denn eigentlich das Leitbild an Bildung, was ich einem jungen Mensch heute mitgeben muss für seinen weiteren Lebensweg. Und das ist im Grunde eine völlig andere Perspektive als früher. Als klar war, wenn der die Schule verlässt, dann hat er das Rüstzeug, was ausreicht, um eine komplette Erwerbsbiografie mehr oder weniger unterbrechungsfrei, strukturbruchfrei zu durchlaufen. Wenn Sie sich heute anschauen, was so die durchschnittliche Überlebensdauer von einem Unternehmen ist, ich glaube im Dow Jones ist die auf 30 Jahre gesunken, durchschnittliche Lebensdauer eines Unternehmens, und sie fällt weiter. Wenn Sie sich schauen, die durchschnittliche Überlebensdauer eines Arbeitsplatzes, dann liegt die inzwischen auch deutlich unter der Dauer eines durchschnittlichen Erwerbslebens. Also auf gut Deutsch, die Perspektive, dass ich heute einem jungen Menschen das Rüstzeug fürs gesamte Leben mitgeben kann, ist wahrscheinlich nicht richtig, weil es mindestens einen Strukturbruch sozusagen auf der Wegstrecke geben wird. Wenn wir über Talente reden, dann müssen wir uns auch mit der Frage auseinandersetzen, wie kriege ich die internationalen Talente, da brauche ich Leuchttürme. Da machen wir in Bayern einiges, ich nenne mal das Zentrum Digitalisierung Bayern, was versucht, wissenschaftliche Exzellenz zu kombinieren mit Technologietransfer und dabei so viel Sichtbarkeit zu erzeugen, dass es auch international wahrgenommen wird. Wir brauchen natürlich auch Erfolgsgeschichten. Talente, die kommen schon, weil wir sehen, irgendwo steht ein Leuchtturm, aber sie kommen vor allem auch, weil sie spüren, das sind schon viele andere da, die Erfolg hatten. Und da machen natürlich solche Erfolgsgeschichten, wie sie die Frau Pfundmann, weil ich sie jetzt gerade sehe, mit ihrer Unternehmung geschrieben hat, die helfen im Zweifelsfall ungleich mehr als jedes Förderprogramm, weil Erfolg einfach Erfolg auch anzieht. Das ist etwas anderes, als wenn ich in einer völlig verzweifelten Umgebung an den Start gehe und sage, um Gottes Willen, von was soll ich morgen leben? Dort ein Startup hochzuziehen, macht wahrscheinlich deutlich weniger Spaß als in einem Ökosystem, wo man jeden Tag auch von Erfolgsgeschichten am Ende lernen kann. Dass wir Kristallisationspunkte, Netzwerke brauchen, hatte ich in dem Zusammenhang schon gesagt. Kapital ist notwendig, auch das ist vorhin angeklungen in der Diskussion. Ich glaube, da gibt es einen Fundamentalunterschied zu dem, was wir in Deutschland haben und was in den Vereinigten Staaten insbesondere anliegt. Ich sage immer, in den Vereinigten Staaten werden Unternehmen gebadet im Kapital und bei uns ist das nicht ungefähr gleich, glaube ich, muss man sagen. Es gibt Bemühungen beim Bundesgesetzgeber, zumindest die regulatorischen Bedingungen hier etwas zu verbessern, aber wir sind weit davon entfernt, dass hier so viel privates Kapital zur Verfügung steht wie in den Vereinigten Staaten. Und das Problem ist natürlich, wenn ich Unternehmen nicht in Geld bade, sondern schaue, dass im Grunde jeder einen Erfolg hat oder ich nur das fördere, wo im Grunde schon der Proof of Concept da ist. Die Gefahr ist einfach, dass halt dann ganz viele Perlen sozusagen durchfallen. Und wer weiß, was alles schon bei uns nicht entstanden ist, weil irgendjemand gesagt hat, der irgendein Förderprogramm verantwortet oder eine unternehmerische Entscheidung, der sagt, boah, also mit so einem Ding wie WhatsApp, ich glaube nicht, dass man da Geld verdienen kann. Jetzt ist es halt in den Vereinigten Staaten entstanden. Also da möge sich jeder mal selber, der vielleicht auch im Unternehmen Verantwortung trägt, prüfen, hätte er so einer Bude in Anführungszeichen Geld gegeben? Viele hätten wahrscheinlich gesagt, nee, machen wir lieber nicht. Und irgendwann ist halt das Ding dann doch für einen zweistelligen Milliardenbetrag über den Tresen gegangen und man fragt sich, warum man selber nicht beteiligt war. Die digitale Gesellschaft braucht auch Sicherheit, Vertrauen. Ich glaube, das wird klar, auch in diesen Tagen, ohne einen Grundzuspruch, dass hier Verlässlichkeit herrscht in dem Bereich, dass Sicherheit gewährleistet ist, wie man früher halt einfach auch innere und äußere Sicherheit definiert hat,
setze ich jetzt einfach mal als gegeben voraus. Mit diesen Zutaten, es gäbe sicherlich noch viele mehr, über die wir diskutieren können, mit diesen Zutaten, glaube ich, ist es schon möglich, ein digitales Ökosystem aufzubauen, wobei aufzubauen ist mir fast schon zu weitgehend, ich würde lieber sagen anzuregen. Denn du kannst den Erfolg nicht erzwingen, das haben übrigens auch die Amerikaner gemerkt, du kannst Silicon Valley nicht einfach kopieren, denn rein empirisch, die haben es auch nicht geschafft und ich bin mir sicher, sie haben es versucht. Natürlich gibt es auch an der Ostküste, gerade in New York und an anderer Stelle, auch einen starken digitalen Aufbruch, aber diese Einzigartigkeit von digitalen Aufbruch, die man im Silicon Valley spürt, den ein solches Ökosystem irgendwo zu duplizieren, ist einfach schwer. Und dennoch, meine Damen und Herren, das ist der optimistische Teil meiner Rede, bin ich zuversichtlich, dass wir hier in Deutschland auf gutem Weg sind. Wir brauchen uns als Ökosystem nicht verstecken hinter anderen. Denn wir haben etwas, was wir im Moment leider viel zu klein schreiben. Wir haben hier viele Unternehmen, die haben mit echten Dingen zu tun, die haben mit der echten Welt zu tun, die haben mit echten Daten zu tun, die haben mit echten Kunden zu tun. Das heißt, die Digitalisierung, die jetzt gerade dabei ist, in die Felder zu kommen, wo es den Menschen täglich berührt, und zwar nicht nur, wenn ich telefonieren will, sondern wenn ich mit dem Auto fahre, wenn ich zum Arzt gehe, wenn ich unternehmerisch in der Fabrik irgendwas herstelle, das sind die Bereiche, wo jetzt die Digitalisierung erst beginnt, voll zuzuschlagen. Und das sind aber genau die Felder, wo wir in Deutschland mit unserer industriellen Basis, die ja unvergleichbar ist zu den meisten anderen Ländern, extrem stark sind. Und deswegen, das ist eigentlich das Hoffnungszeichen, was ich hier gerne malen möchte, haben wir beste Voraussetzungen, auch selbst ein einzigartiges digitales Ökosystem zu werden, was nämlich seinen Schwerpunkt hat, dort, wo es um die industrielle Anwendung geht, die eben dann auch jeden Menschen erreicht. Das muss man meines Erachtens noch deutlich größer schreiben. Aber mit den Programmen, die im Moment am Start sind, glaube ich, richtet sich schon alles darauf, genau diese Stärke weiter zu stärken. Ich will nicht verhehlen, meine Damen und Herren, dass ich auch gewaltigen Handlungsbedarf sehe. Handlungsbedarf, was Digitalisierung, das richtige Reagieren darauf bedeutet, aber Handlungsbedarf auch, die richtigen Leitplanken aufzustellen. Und ich würde lügen, wenn ich sage, Digitalisierung macht mir an manchen Stellen sogar Angst. Und da rede ich jetzt weniger über das, was Geheimdienste wie die NSA machen, sondern da macht mir an manchen Stellen fast mehr Angst, was die großen digitalen Ökosysteme aus den Vereinigten Staaten insbesondere machen. Nicht, dass sie gesetzeswidrig unterwegs wären. Auch darüber ließe sich streiten, Stichwort deutsches Datenschutzrecht. Da gab es halt nur ein Unternehmen, was sich dran gehalten hat, StudiVZ, war ein super soziales Netzwerk, ist aber pleite. Aber ich glaube, das ist noch gar nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass wir hier erleben, wie Globalisierung auch in ein neues Zeitalter eintritt. Nämlich in ein Zeitalter, wo wir im Grunde Monopoly, wenn Sie so wollen, für Fortgeschritten erleben. Wenn Sie sich die größten digitalen Ökosysteme anschauen, Apple, Google, Amazon, Facebook, das sind das alles Unternehmen, die haben mehr Kapital generiert als die meisten anderen Unternehmen auf diesem Erdball. Die sind an der Börse höher bewertet als die meisten anderen Unternehmen. Die haben mehr Nutzer als die meisten anderen Unternehmen. Und die haben wahrscheinlich auch mehr Daten gesammelt über ihre Kunden oder über die Bereiche, in denen sie unterwegs sind, als die meisten anderen Unternehmen auf dieser Erde. Und sind, und das ist das Neue, damit natürlich auch in der Lage, in der nächsten Evolutionsstufe ungleich bessere Produkte anbieten zu können. Denn wenn ich weiß, welchen Termin der Dr. Tenbrücken als nächstes hat, wenn ich weiß, wo der nächste öffentliche Nahverkehr unterwegs ist oder die nächste Autovermietstation oder, dann kann ich natürlich ein sehr viel besseres Nutzererlebnis generieren, was Mobilität oder andere Dinge angeht, als wenn ich sozusagen nur in meinem einzelnen Segment gute Daten habe, wenn überhaupt. Und deswegen glaube ich, werden wir uns, und da rede ich jetzt über Ordnungspolitik, sehr gut überlegen müssen, wie eigentlich der ordnungspolitische Rahmen für dieses neue digitale Zeitalter ausschaut. Ich bin der festen Überzeugung, wir müssen an der Stelle auch die soziale Marktwirtschaft neu denken. Es wäre fatal anzunehmen, dass die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft und ich rede jetzt nicht von der degenerierten sozialen Marktwirtschaft, vielleicht in unserer Zeit, sondern vom Ursprung Ludwig Erhard und andere, Müller-Amag, um auch mal einen Namen hier aus dem Wirtschaftsbeirat
sozusagen zu nennen. Es wäre fatal zu glauben, dass die soziale Marktwirtschaft automatisch Fortgeltung findet in dieser neuen Zeit. Stichwort Wettbewerbsrecht. Wenn Sie sich anschauen, was wie heute Wettbewerb ausschaut, dann ist es an vielen Stellen mehr Wildwest als gut geordnet im Sinne eines deutschen Wettbewerbsrechts. Ja, das Fatale ist, dass deutsche Institutionen wie das Kartellamt und andere ja schon im Grunde die weiße Fahne hissen, auf den Medientagen letztes Jahr geschehen, und sagen, die Verfahren bei uns, die dauern so lange, da hat sich dann manches Thema der digitalen Welt sozusagen schon von selbst erledigt. Meine Damen und Herren, das kann nicht die Perspektive sein, genauso wenig wie es die Perspektive sein kann, dass wir uns regulatorisch nur noch auf die Felder konzentrieren, die wir im Griff haben. Jetzt bin ich nochmal bei der Medienpolitik, wo wir sagen, wir regeln die letzte Werbeminute für die alte Welt, aber wir machen die Augen zu vor dem, was in der neuen Welt passiert mit Videoabspielplattformen und anderen, wo es ja Entscheidungen gab, Entscheidungen auch der Kartellbehörden, die gesagt haben, die deutschen TV-Konzerne, die dürfen hier nicht gemeinsam handeln, weil am deutschen Markt dann marktbeherrschende Stellung unter völliger Verkennung, wie globalisiert heute dieser Markt ist, und eine YouTube, Netflix oder wie sie alle heißen, juckt es nicht die Bohne, was das deutsche Kartellamt sagt, weil sie natürlich eine ganz andere Marktbetrachtung an der Stelle haben. Leitplanken wünsche ich mir aber nicht nur bei der Frage, wie schaut der wettbewerbliche Rahmen in Zukunft aus, wie können wir eine Monopolisierung aller Märkte an der Stelle verhindern, sondern Leitplanken werden wir auch aufstellen müssen, wenn wir über die soziale Frage in Zukunft reden. Und die wird irgendwann in welcher Form auch immer kommen. Da wird es um die Frage gehen, wie schaut Teilhabe aus in dieser neuen Welt? Wie können wir sicherstellen, dass viele Menschen in diesem hochproduktiven, in dieser hochwertschöpfenden Zeit nicht abgehängt sind, weil ihnen bestimmte Voraussetzungen zum Beispiel aus dem Bildungsbereich fehlen? Wie kann ich sicherstellen, dass wir hier nicht eine, wie es mancher Gewerkschaftler schon befürchtet, eine Versklavung von ganzen Facharbeitergenerationen haben, die nur noch das machen, was ihnen dann die Maschine über die Google-Brille sozusagen dann sagt, was der nächste Handgriff ist. Bis hin aber zur Frage, was passiert denn, wenn Maschinen selbst irgendwann auch Maschinen sozusagen lehren und lernen und im Grunde ein bisschen der Fortschritt auch aus sich selbst heraus gespeist wird. Über diese Singularität, da wird ja leidenschaftlich diskutiert in der Fachwelt. Keiner, glaube ich, kann bestimmen, wann dieser Punkt kommt, dass Maschinen sozusagen selbst von sich aus wertschöpfend werden. Aber spätestens dann stellt sich die Frage, sie ist jetzt schon weg, die Kopfhund mal, aber bei einem Kongress, wo wir neulich zusammen waren, da hat sie gesagt, eigentlich muss man sich mal überlegen, ob das dann auch sozusagen für ein Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens vielleicht eine neue Perspektive öffnet. Ich will nicht verhehlen, dass ich als überzeugter Marktwirtschaftler mit einem solchen Ansatz Schwierigkeiten habe, aber ich will zugestehen, dass ich noch keine Antwort auf die Frage habe, was in einer solchen Welt dann passiert, um solche und andere soziale Fragen zu beantworten. Und, meine Damen und Herren, wir werden eine Leitplanke aufstellen müssen, was das Thema Staat und Demokratie angeht. Auch da und gerade in diesen Tagen frage ich mich oft, was eigentlich die Mediendemokratie neuester Prägung mit dem Staat und mit der Demokratie und mit unserem Gemeinwesen macht. Dass die Erregungskurven, und wahrscheinlich hat Edmund Stoiber darüber auch gesprochen, über die mediale Begleitung, wie Dinge passieren, dass sich die Erregungskurven auch durch die neuen Medien, durch Digitalisierung, Vernetzung immer weiter verstärken, ich glaube, das ist trivial. Nicht trivial ist, sich zu vergegenständlichen, was eigentlich Algorithmen, das Netz, die Art und Weise, wie ich Medien, wie ich Nachrichten konsumiere, wie wir auch unser politisches Handeln und unsere politischen Einstellungen bestimmen. Da gab es dieses Experiment der sogenannten Facebook-Filter-Bubble. Vielleicht hat von Ihnen jemand davon gehört, vor einiger Zeit, als man bei Facebook mal den Nachrichtenstrom von einer ausgewählten Zahl von Nutzern manipuliert hat, nämlich nur noch Beiträge dort eingespielt hat mit ganz leichter politischer Schlagseite. Und danach gemessen hat, was passiert. Und das Erstaunliche war, dass tatsächlich politisches Wahlverhalten, politische Einstellungen sich verändert haben. Jetzt nicht in dramatischer Art und Weise, aber doch so groß, dass es am Ende messbar war. Und das ist der Punkt, wo man sagen kann, das ist jetzt alles nur Spielerei und war ein Experiment, aber meine Damen und Herren, die Wahrheit ist doch eigentlich, dass wir heute erleben, dass immer mehr Menschen immer mehr online konsumieren und dabei jeder seinen eigenen Kanal hat. Jeder hat seinen eigenen Nachrichtenstream, den er verfolgt, und der wird ausgewählt nach bestimmten Kriterien.
nämlich was meine Freunde anschauen, was sie mir empfohlen haben oder was der Algorithmus glaubt, was mich interessiert, weil ich halt von diesem Bereich viel lese. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit Dingen konfrontiert werde, die vielleicht aus einer anderen Ecke kommen, die sinkt in der Tendenz eher. Und wenn man jetzt sagt, dass der Diskurs, das Auseinandersetzen auch mit widerstreitenden Argumenten eigentlich zur Demokratie essentiell, existenziell dazugehört, dann muss man an der Stelle schon ein kleines Fragezeichen setzen, wohin das Ganze dann führt. Ein letztes, und vorhin sind ja Wünsche an die Politik formuliert worden zum Thema Digitalisierung. Ich glaube, wir müssen uns auch überlegen, ob wir politisch tatsächlich, übrigens genauso wie die Wirtschaft, schon gespannt haben, wie schnell, wie dramatisch, wie brutal diese Entwicklung wirkt. Es wäre verheerend, das hatte ich auch gerade bei den Medientagen gesagt auf einem Panel zur Medienregulierung, es wäre verheerend, wenn wir unsere eingeübten Verfahren einfach beibehalten. Politik, Demokratie ist halt so anspruchsvoll, dauert halt so lange, ist halt so angelegt, wie sie angelegt ist, wie wir das schon immer kennen. Nicht realisierend, dass die Welt aber an anderer Stelle total abhebt. Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass wir auf der einen Seite eine Regulierungsfiktion haben, eine politische Fiktion haben, so hätten wir es gerne, so funktioniert die Politik immer. Idealerweise die Entdeckung ist mit der Realität, die reguliert wird. Das aber jetzt im Moment Gefahr ist, dabei auseinanderzulaufen, weil die Realität eben in der Art und Weise abhebt, wie ich das vorhin versucht habe darzulegen. Dies zu verinnerlichen, auch als Politik zu sagen, ich werde nicht mehr in jedem Müh alles im Detail regeln können, sondern ich muss eigentlich einen Schritt zurücktreten, muss anerkennen, dass hier ganz neue Kräfte auch in neuer Geschwindigkeit wirken. Ich beschränke mich wieder ein Stück weit mehr, und da hoffe ich, den Wirtschaftsbeirat aus tiefster Überzeugung zu sprechen, auf marktwirtschaftliche Grundprinzipien, auf einen Ordnungsrahmen, den aber dann auch durchsetzen will, den Anspruch habe, den durchzusetzen, aber im Kleinen die Dinge dann positiv gesprochen eher laufen zu lassen. Meine Damen und Herren, ich glaube, das ist wahrscheinlich die wichtigste Leitplanke, die wir in der Zukunft, wenn wir den grundsätzlichen Überlegungen hier auch nachgehen wollen, die wir setzen müssen. Wenn wir das tun, meine Damen und Herren, nämlich einerseits die Chancen zu nutzen, zu sagen, ich versuche auch einfach mal die Dinge sich entstehen zu lassen, ich versuche den Boden fruchtbar zu machen, ich weiß gar nicht, was da alles entstehen kann, und eben weil das so ist, versuche ich nicht ex ante zu regulieren und damit vielleicht sogar zu verhindern, weil auch ein Risiko dabei sein könnte, sondern ich probiere es erstmal aus und überlege mir danach oder parallel, wie ich das Ganze in verantwortbaren Bahnen halte. Ich glaube, das, meine Damen und Herren, ist die Perspektive, die an der Stelle guter, verantwortungsvoller und ich sage auch konservativer Politik in der Bund. Es ist unser Auftrag, meine Damen und Herren, gemeinsam als den Digital Natives oder wie auch immer Sie sich hier in dem Raum an der Stelle auch bezeichnen, die Digitalisierung den Menschen zu erklären. Ohne dies wird es nicht funktionieren. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, den Menschen klarzumachen, dass Digitalisierung eine unglaubliche Chance ist, die wir aber eben auch, und das ist der dritte Punkt, die wir eben aber auch verantwortungsvoll nutzen müssen. Da ist manches schon gedacht, aber vieles ist auch noch neu zu denken, zu diesem neuen Denken und dann auch zum neuen Tun, wenn Sie so wollen, in der digitalen Welt. Da möchte ich Sie herzlich einladen. Wenn wir das alles geschafft haben, lieber Dr. Marc Tenbrücken, dann ist auch das nächste Wirtschaftswunder, hoffe ich jedenfalls, nicht mehr weit. Vielen Dank.